Elyon. This planet was once a paradise. It was a beautiful and free world. Under the protection of a wise and just god, its civilization grew stronger, gaining knowledge about the secrets of the universe. That is how things were. Until one day, Elyon's great god vanished. Legions of monsters, led by the gods of alien worlds, rushed to Elyon. Elyon's inhabitants joined forces to protect their planet from repeated invasions. A planet-wide system displays the prayers for help from the planet's mortals and allows defenders to come to their immediate rescue. But the enemy's forces are vast and fearless. They will not stop until they conquer this world. Only a greater god, one who is forged from the fires of the epic battles to come, can hold back this tide of darkness. In der Trainingshalle im Laboratorium von Elina kannst du deine Kampffähigkeiten verfeinern. So, diesmal hat der Ladescreen nicht so lange gedauert. So, Rita. How are you doing? All right? I've sent you something. Take a look, should be useful. Don't thank me. So, die Charaktere mit dem grünen Kreis über dem Kopf sind wahrscheinlich andere Spieler. Und die Symbole darin sind wahrscheinlich die Klassen, wie zum Beispiel hier das Schwert, dieser Schneesymbol und da hinten dieser Kreis mit dem Punkt im dritten. Die jeweils für Paladin, Kryumhand und Lichthüter darstellen. So, wir schauen uns erstmal hier um, bevor wir mit Rita reden, nicht, dass sie uns irgendwo fortschickt. Belohnung fürs Einloggen. Tag 1, 5000 Credits. Nehmen wir dankend an. So. So, ich würde gerne Screenshots machen, aber ich weiß nicht, wie ich die UI ausschalten kann. Wie komme ich überhaupt in die Einstellungen? Müsste ich mal außerhalb der Aufnahme schauen. So. Boah, die Stadt sieht echt beeindruckend aus. Da haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben. Hier ist das System Argus. Verwende diesen Terminal, um Kontakt zu deinen Anhängern aufzunehmen. Du kannst ihnen Missionen übertragen, wenn du welche hast. Ja gut. Ich hänge am Stuhl fest. Boah, alles geil gemacht. Ich schaue mal, ob wir mit den Leuten hier reden können. Was ist das? Information. Ozeaniden. Wasserkreaturen vom Planeten Hagul. Sie versuchen, die Gewässer von Aliens zu übernehmen. Ja, zu übernehmen und vernichten die Bewohner an Land. Okay, dann sollten wir uns von Wassern fernhalten. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Mit Ozeaniden. Ja. Wasserkräfte von Planeten Argus. Sie versuchen die Wässer. Okay. Ach, das sind alles Ozeaniden. Nur mit. Okay. Wie die genau heißen, wissen wir nicht. So.
Shuttle Terminal. Okay, da ist noch ein Paladin. So. Verwenden. Ja, das tun wir erstmal nicht. Gott der Chroniken, Asterius. 5000 M. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht 5 Milliarden. So, was ist das? Ich glaube, wir laufen einmal um den Kreis im Turm, ne? Information. Die Mechanoiden. Technisch hochentwickelte Roboter vom Planeten Terra. Ihr großer Gott Integrator hat vor, das Volk von Edion zu unterjochen. Der erste Angriff erfolgte vor 800. Vor 800. Okay, anscheinend will diese Art, diese Rasse uns auch unterwerfen. Erobern. Bin gespannt, was uns erwarten wird. Das wird ein Abenteuer. Da hinten ist noch eine Weltkugel. Wahrscheinlich ist es unsere Welt. Und da drumherum sind drei Planeten. Sind das vielleicht die Planeten, von denen wir gerade gelesen haben? Also Terra und Argul. Da ist die Frage, was ist der dritte Planet? Das ist, scheint irgendeine Art Klasse zu sein oder Schule. Also ein Unterricht. Also keine Klasse von Paladin und so. So. Noch eine Information. Mantiden, parasitische Insekten vom Planeten Terrissa. Sie haben sich nach der letzten Invasion, die vor mehr als 1000 Jahren durch Eli... Ja, durch was? Durch Eli zurückgeschlagen werden konnte in... Ja, runterscrollen kann ich jetzt nicht. Schade. So, hier ist auch nichts... Shuttle Terminal haben wir schon mal gesehen. So. Oh, da ging. Was ist das denn? Geht das wieder runter? Ja, ziemlich geil gemacht. Da. Nein. So, noch eine Information. Mehr, eine Rasse vom Planeten Stark. Ihr großer Gott Thanatos ist angeblich verantwortlich für Elis Verschwinden. Thanatos hat bereits mehrere Welten versklavt. Und plant nun Alien zu erobern. Thanatos also, und wer ist dieser Eli? Oder Elis? Er oder sie ist nach diesem Planeten hier benannt. Ah, Ozeaniden. Okay, wir sind einmal um den Kreis, glaube ich, oder? Nee, da hinten müssen wir doch. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Steht hier was Neues drauf? Okay, die wollen nur die Gewässer erobern. Während die anderen drei Rassen den gesamten Planeten... Oder, nee, zwei davon nur, ne? Ich weiß nicht mehr. Je nach Licht nimmt unsere Rüstung oder unser Gewand in der Rüstung verschiedene Farben an. So. Da ist noch ein Shuttle Terminal. Wow, sehr, sehr imposant.
Damit nicht, damit meine ich nicht, dass er imposant ist, sondern sehr, sehr beeindruckend. Ah, wir haben es einmal um. Wir haben einmal um den. Also, ne, einmal rumgeschafft. Diesmal laufe ich hier im Korridor, also in diesem Flur oder keine Ahnung, was das sein soll. Wie man das nennt. Und schaue hier nochmal um. Das geht. Müsste schneller. Ja. Schneller laufen. So, aber hier scheint. Ah, Nachrichten. Was? Nochmal. Zutritt sind die Invasionstruppen auf mehrere Provinzen verteilt. Die Unsterblichen und Templer wären dein. Was? Ja gut, das waren die Nachrichten. Ich habe kein Wort verstanden. Ich frage mich, was passiert, wenn wir da drin stehen bleiben. Also wenn das hier aufgeht und wir da drin sind, werden wir da zerquetscht oder geht das gar nicht mehr hoch? Okay, das haben wir schon gelesen. Vielleicht ab und zu runterschauen. So, ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause, bevor es losgeht. Und ja. Ich nehme schon eine Weile auf, seit 2 Stunden ungefähr. So, dann ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und dass ihr hier reingeschaut habt und... Was? Hat da jemand geschrien? Naja, jedenfalls, ja, mir macht das Spiel sehr Spaß und ich hoffe, dass es euch beim Zuschauen auch sehr Spaß macht. Und dass ich, wenn ich hier alles erkunde, euch nicht ganz so langweilt, sondern für euch auch ein bisschen interessant ist. Und ja, jedenfalls danke, dass ihr hier zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.